Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die komplette Serienbox zu La Linea. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Serie und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. La Linea in der kompletten Serienbox, die Serie aus dem Jahr 1971. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Serie. Jawohl! Das ist die Box La Linea von Osvaldo Cavandoli. 3-Disc Limited Edition lesen wir hier. Dann haben wir hier auch schon direkt die Hauptfigur abgebildet auf dem Cover hier, also diese weißen Linien. Und hier unten lesen wir noch die komplette Serie. Das Ganze hier mit einem FSK 0, also ab 0 Jahren freigegeben. Auf der Seite lesen wir 3-Disc Limited Edition La Linea, die komplette Serie. Und oben auch nochmal beschriftet, unten in lila und weiß. Und dann lesen wir hier zur Info. Also, ja, so war das in den 70ern. Man schaute eins der drei empfangbaren Programme und zwischendurch erschien ein permanent plapperndes Männchen, das cholerisch seinen eigenen Zeichner beschimpfte. Eben dieser, der italienische Cartoonist Osvaldo Cavandoli, taufte sein Geschöpf auf den Namen Louis, also schlicht er. Nicht zuletzt durch die geniale Musik von Franco Godi, der auch Signor Rossi seine Unverwechselbarkeit verlieh, wurde der kleine Meckerfritze in mehr als 40 Ländern zum Star. Die Serie ist echt schon alt. Wir sehen hier 1974 erschien die erste Staffel, also Serie 1. Und wir haben dann das Ganze bis 1984, insgesamt 225 Episoden plus Bonusprogramm zum 20-jährigen Jubiläum. So. Das Ganze war auch noch limitiert, also diese Serienbox war limitiert auf 3000 Stück und meine ist in diesem Fall die Nummer 1182. Also das wurde hier so mit einem Sticker beklebt und entsprechend durchnummeriert. Dann haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Insgesamt haben wir eine Laufzeit von 241 Minuten, also das sind etwa 4 Stunden. Nachdem wir hier über 200 Folgen haben, kann man sich ausrechnen, dass die eher kurz sind, also sind wirklich so ganz kurze Episoden. So, zum Boxinhalt. Wir haben hier so 4 Elemente, die sich hier aus diesem Schuber, aus dieser Box rausziehen lassen. Einmal das hier, das ist mehr oder weniger so das Deckblatt, das Cover. Hier ist noch ein Bleistift drin. Ansonsten hier nichts weiter, wir können das sogar aufmachen. Und hier sieht man auch, das ist leer. Also bis auf den Stift gibt es hier echt nichts zu sehen. Und natürlich die einzelnen Staffeln. Die sind ja auch noch mit dabei. Also 1, 2 und 3. So sehen die aus. Gut, wir starten natürlich wie immer mit Staffel 1. Den Rest dabei zur Seite. So, die kommt hier in grün und weiß. La Linea. Auch hier natürlich wieder der FSK 0 Hinweis. So sieht das aus. Und auf der Rückseite dann so die Info, was sich hier drin befindet. Also die Episoden 1 bis 126 sind hier drauf. Beziehungsweise nein, 1 bis 8, genau so rum. Also die Episoden 1 bis 8 von 1974 und dann hier 101 bis 126. Dann die Infos. Den Text haben wir eh schon gelesen. So, so sieht das von innen aus. Das ist die erste DVD. Dann haben wir DVD Nummer 2. Die kommt hier in einem Orange und Weiß. Hier haben wir weitere Folgen. In diesem Fall die Folgen 127 bis 156. Infos. Und so sieht das dann aus. Das ist die DVD zur Staffel 2. Und Nummer 3 in einem Türkis bzw. Blaugrün. Und natürlich auch die wieder ab 0 Jahren freigegeben. So, von Ihnen auch hier wieder ganz schlicht. Das ist sie. So, und als weitere Ergänzung als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch diesen Stift.
Es ist ein weißer Bleistift, der hier entsprechend gebrandet ist mit diesem violetten Schriftzug La Linea. Ansonsten hier nichts zu sehen, ansonsten wirklich alles in weiß. Ja, das ist der Stift. Gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Wie gesagt, diese drei DVDs hier, diese drei Teile, sowie auch dieser Bleistift. Insgesamt haben wir hier drei Staffeln mit 90 Folgen. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. La Linea, die komplette Serie. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Serie bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Serie feiert, falls ihr La Linea unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.